Von Tag zu Tag wird es jetzt wärmer und damit höchste Zeit, die Fenstersims und den Balkon endlich wieder mit einer farbenfrohen Blütenpracht zu verschönern. Bei Coop finden Sie zurzeit ein grosses Angebot an schönen und kräftigen Pflanzen, die sich besonders gut zum Umsetzen in Kistchen eignen. Denken Sie aber daran, dass nicht alle Pflanzen gleich viel Sonne oder Schatten verträgen. Und berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Blumen den späteren Standort. Besonders dekorativ wird es, wenn man die Kistchen mit verschiedenen Pflanzen dekoriert. Coop offeriert sie Ihnen jetzt aus asbestfreiem Material. Zuerst schaut man, ob die Farben und Formen zusammenpassen und dass man sie nicht zu nahe zusammensetzt. Erst dann wird die gut getränkte Pflanze aus dem Topf genommen und definitiv in die Erde gesetzt. Sehr gut bewährt fürs Gedeihen der Balkonpflanzen hat sich Coop Granierde. Ein Recyclingprodukt, das hauptsächlich aus umweltfreundlichen Nebenprodukten aus der Forst- und Landwirtschaft zusammengesetzt ist. Da auf dem Areal der Zuckerfabrik Aarberg im Seeland werden Gemüseabfälle angeliefert und zu Kompost aufbereitet. Rund ein Jahr dauert es, bis das Material zu einem hochwertigen Kompost verrottet ist. Dann wird Baumrinde aus Sägereien, Erde, die mit der Rüben in die Zuckerfabrik kommt, und einen gewissen Anteil Torf mit dem Kompost vermischt. So entsteht die fruchtbare Ricotter-Grani-Erde, die Ihnen Coop zu einem für diese Qualität günstigen Preis anbietet. Coop Granierde, wirklich eine sinnvolle Verwertung und Entsorgung von diesen verschiedenen Abfallprodukten aus Feld und Wald. Und wenn ihr eure Pflanzen im Laufe des Sommers regelmässig gießt und mit dem neuen organischen Öko-Coop-Dünger verwöhnt, werdet ihr sicher viel Freude daran haben und es könnte doch sogar das da passieren. Guten Abend miteinander. Für die Kalbskoteletten nach Parma-Art habe ich aus den üblichen Zutaten schon eine Tomatensauce vorbereitet. Ich habe dann die Koteletten zuerst im Ei und dann im Paniermehl gewendet und habe sie im heißen Öl gut angebraten. Dann habe ich die Koteletten in eine Gratinform gelegt und jetzt kommt die Tomatensauce drauf. Dann noch je eine Tranche Mozzarella-Käse und für 15 bis 20 Minuten in vorgeheizten Ofen. Dann sollte der Käse geschmolzen sein und die Koteletten nach Parma-Art servierbereit. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung. Buon Appetito! Der hübsche Strauß mit Spraynägeln offeriert Ihnen Coop für nur 3,90 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Glas Nescafé Gold Deluxe 2 Franken günstiger. Jeder Liter Paschmilch 25 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet das Körbli Eperi aus Spanien nur 2,30 Franken. Auf Wiedersehen!